Es ist kurz vor Mitternacht. Christian Schön kommt in die Box. Fahrerwechsel. Jeder Pilot darf laut den Regeln nur 2,5 Stunden ans Steuer. Ein Nachteil für den Hybriden, denn die Tankfüllung würde noch länger halten. Lediglich 4 Liter verbraucht der Rennwagen auf einer Runde. Zum Vergleich, die Spitzenteams brauchen 10. Da der Motor bislang hält, haben die Fahrer Zeit, sich über andere Dinge Sorgen zu machen. Galgenkopf ist einer direkt vor mir abgeflogen, die ganze Straße voller Plastik, da bin ich drüber gefahren. Dann nach Wehrseifen runter, einer von den Black Falcon BMWs, ganze Straße voller Öl, da war ich 90 Grad quer, okay. Und Schwein gehabt. Ja, da war ich, ey. 4 Stunden später sind Teile auf der Strecke das geringste Problem. Denn die Fahrer können froh sein, wenn sie überhaupt noch irgendetwas sehen. Es herrscht Nebel, das Rennen muss unterbrochen werden. Man konnte nicht mehr fahren. Erstens die vielen Hobbyrennfahrer, zu denen ich letztendlich auch gehöre, für die war es viel zu gefährlich. Aber der Hauptgrund meiner Meinung nach ist, dass auch es für die Helfer viel zu gefährlich ist. Und man konnte ja nicht mehr helfen. Wenn irgendwo ein Auto quer auf der Straße stand und es standen überall Autos quer auf der Straße, kannst du als Helfer nicht hingehen und helfen, wenn nur 10 Meter Sichtweite ist. Das geht ja nicht. Dafür können jetzt die Mechaniker helfen. Denn in einem Teil des Hybridantriebes sind die Temperaturen in der Nacht nicht wie erwartet runtergegangen, sondern rauf. Die Luftzufuhr hat offenbar einen kleinen Knacks. Hinten haben wir ein differenziertes Temperaturmesssystem, wo man beide Zellen einzeln betrachten kann. Da haben wir halt gesehen, dass die eine Temperatur höher war. Und da haben wir halt jetzt den Schlauch angepasst, indem wir halt da so ein Alurohr reingesetzt haben. Und dadurch zirkuliert jetzt die Kühlluft wieder besser. Jetzt haben wir auch gesehen, dass beide Temperaturen wieder gleich sind. Nachdem alle Schäden behoben sind, erholt sich nicht nur das Auto. Es dauert 3 Stunden, bis das Rennen wieder freigegeben werden kann. Um 9 Uhr morgens gehen die Boliden wieder auf die Strecke. Und der Hybrid schnurrt wie ein kleines Raubkätzchen. Doch immer dann, wenn man denkt, es passiert nichts mehr, kommt von irgendwo ein Tröpflein her. Wieder setzt der Regen ein und bei Honda hat wohl irgendjemand ein 4-blättriges Kleeblatt in der Tasche. Denn jetzt war sowieso der Fahrerwechsel geplant. Wir hatten das Glück, dass wir genau zum Regen hier die normale Durchfahrt hatten und haben direkt auf Regenreifen gewechselt. Von daher sind wir auf der sicheren Seite und sind jetzt schon dem Schlimmsten quasi entronnen. So, ja. Martin zieht jetzt entspannt seine Runden weiter auf Regenreifen, während hier, glaube ich, erstmal einige Reparationsarbeiten geleistet werden müssen. Es sind jetzt nur noch 4 Runden. Für die Hybridpiloten geht es nur noch darum, sich aus allem rauszuhalten. Denn die Spitze kämpft um den Sieg und für Autos, die fast 300 fahren, ist der 190 Stundenkilometer schnelle Honda wie ein stehendes Hindernis. Eine gute Ausweichtaktik reicht, um nach 24 Stunden auf Platz 108 den Kampf ums Überleben gewonnen zu haben. Ich habe auf der Döttinger Höhe war viel Verkehr, viel Stau und dadurch bin ich da sehr langsam gefahren und hatte viel Zeit, nochmal über die letzten 24 Stunden nachzudenken. Und ich kann es im Moment noch gar nicht fassen, dass wir ohne ein einziges technisches Problem ins Ziel gefahren sind. Das ist sensationell. War auf jeden Fall geil zu sehen, dass das Ding durchgehalten hat. Und das Schönste dabei waren die weinenden japanischen Ingenieure. Das war das absolut Geilste daran. Mit Strom an Bord gegen den Strom der Benzinboliden. Bis zu einem Hybridsieg wird es noch ein paar Jahre dauern. Aber feiern können sie schon jetzt wie die Großen.